So, für diejenigen, die noch dazukommen, mein Name ist Michael Harte, habe ich schon vorhin gesagt. Und wir werden jetzt teilweise ein bisschen hin und her hopsen müssen zwischen den Rechnern, damit das auch ein bisschen Spaß macht mit der Klaviatur hier. Und wir schauen mal, dass ich da ein paar Sachen reinkriege. So, ich will ein bisschen was aus den weiteren Entwicklungen erzählen. Einiges hat Adi ja schon gesagt. Ich kann jetzt nur versuchen, einige Sachen noch zu ergänzen, die er noch nicht gesagt hat. Das Prinzip der Parametrierung, den Relaisstauung, haben wir jetzt schon mehrfach erörtert. Das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Aber, dass wir diese Geschichte mit dem Netzwerk uns nochmal näher angucken, was man da so alles Schönes mitmachen kann. Das ist, was ich gerne euch erläutern möchte. Also Audio übers Netz, das haben wir schon gehört, das funktioniert. Die Audioqualität von FM-Relais will ich erläutern. Dann will ich ein bisschen was zum Thema ALSA als DSP, Audiosignalverarbeitung, erläutern. ALSA ist vielleicht bekannt, ist das allgemeine Linux-Audiosystem und da gibt es ganz tolle Sachen drin. Da kann man nur staunen. Habe ich meine echte Hochachtung vor denjenigen, die sich da so vor 10, 15 Jahren mit beschäftigt haben und was sie da Tolles rausgefunden haben, zeige ich nachher ein bisschen was dazu. Dann möchte ich gerne zur Messung von Relais was zeigen. Da muss ich ein bisschen hin und her schalten, da würde ich mein Gnu-Radio-Modul wieder mit drauf machen, würde zeigen, was man da Schönes mit messen kann. Also weil ich als Relais-Verantwortlicher, der solche Relais mit hat, der muss natürlich dazu auch regelmäßig gucken, ob das Relais noch funktionsfähig ist. Aber das, was ich jetzt erkläre, kann man natürlich auch verwenden, um sein normales FM-Gerät zu untersuchen, wie gut es denn eingestellt ist oder ob es übersteuert ist oder. Dann Interfaces hat Adi schon gesagt und ich will noch ein bisschen was zum Erweiterung Verkehrsfunk machen. Das habe ich ja schon andermal erzählt, aber Verkehrsfunk ist in Bremen eine Spezifität von unserem Relais. Wenn man den Verkehrsfunk vom Radio hört, dann hört man ja typischerweise die großen Autobahnverkehrsmeldungen. Und was man da alles bekommt, ist für Fußgänger, für Radfahrer, Ampelstörungen und solche Geschichten, nicht? Oder Stau an irgendeiner Tunneldurchfahrt. Das wird also dort im Verkehrsfunk alles mit aufgenommen. Und ich sollte noch was erwähnen, was Andi schon gesagt hat, Voyage. Linux ist eine Debian-Distribution auf wirklich absolut top höchsten Qualitätsstandard. Ich bin da sehr begeistert von, weil ich das seit mehreren Jahren nutze. Teilweise kriegt man super neue Kernels sofort mit drin. Derzeit ist Version 3.14 da schon drin. Das ist wirklich klasse, wenn man sich das anschaut. Und ich hatte im Frühjahr zuletzt, ich glaube irgendwann im Februar oder sowas ähnliches, hatte ich eine Distribution von Voyage auf eine Flashcard draufgesetzt und erweitert, um das als vollständiges SVX-Link-Relais mit allerlei netten Erweiterungen noch mit zu betreiben. Das Besondere dabei ist, Voyage arbeitet auf einer Flashcard im Read-Only-Modus. Das heißt, man braucht keine schreibbare Datei auf irgendeiner Festplatte unterzubringen, sondern es arbeitet einfach im Read-Only-Modus, sodass die Flashcards eben auch lange, lange Zeit überleben können. Das ist das Schicke an diesem Voyage. Deswegen bin ich da so, es gibt natürlich Live-Systeme für jede Linux-Distribution, aber das Voyage ist für normale Prozessoren der Intel-Reihe und es gibt mittlerweile für ARM-Prozessoren, fürs Kiwi Board 2 gibt es auch ein fertiges Voyage, sodass man das sehr wohl weil meine vorbereitete Version, die man bei svxlink.de runterladen kann, die ist für die normalen Intel-Prozessoren gemacht. Okay. Soweit dazu. Dann schauen wir mal, was es so an Audioverbindungsmöglichkeiten gibt. Das hatten wir schon kennengelernt. Das war also ein Local RX haben. Wir gehen in so einen Voter rein, wir haben den Local TX und dazwischen drin haben wir eine Kontrolle durch den Audio-Mixer oder durch das Programm von SVX-Link. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, von Echolink-Audio mit hineinzunehmen. Ich zeige jetzt oben immer den Empfänger und unten den Senderteil. Es gibt die Möglichkeit, dass man von WAV-Dateien was reinnimmt. Ich benutze das zum Beispiel, um einen in einer WAV-Datei angelegten Sweep, der von einigen Hertz bis einige Kilohertz raufgeht, um den abzurufen und damit mein Relais zu untersuchen.
die Ergebnisse zeige ich euch nachher gleich in den Folien. Dann gibt es die Möglichkeit, beliebige Netrexe dazu zu packen. Das ist eine Geschichte, die eben zum Beispiel dort in dem Hansa-Link in der Nähe von Osnabrück sehr weit genutzt wird. Dadurch schaffen es die Leute in Osnabrück, dass man dort ein virtuelles Großraumrelais überhalb Niedersachsen spannen kann. Nicht, die können sich sonst nicht hören und damit gibt man ein schönes Großraumrelais. Das ist sowas wie beim D-Star, wer das ein bisschen kennt, da gibt es diese Chatrooms oder na, die heißen da anders, die Reflektorräume. Nicht? Das haben wir dort eben nachempfunden, sodass man dort in der Lage ist, einfach die Vereinzelung auf 25 kleine Pico-Zellen-Relais wieder aufzuheben. Eine Entwicklung, die sehr sinnvoll ist, weil heutzutage kann man sich ja über ein Relais hinschieben. Das sollte ja nicht sein. Gut, der nächste Punkt ist, dass man über diesen UDP-Audio-Strom da auch beliebige Quellen ranpacken kann. Für mich ist das zum Beispiel dieser Teil hier, der ist sehr wichtig, weil ich damit unmittelbar auf die Audio-Sammelschiene, so will ich das mal energietechnisch bezeichnen, also auf diese Sammelschiene, auf der alle Informationsströme, Audiosignale zusammenkommen, da kann ich mit dieser Untersuchung, wenn ich da einen eigenen Sender einrichte, das ist kein Sender, sondern der macht einfach nur den UDP-Audiostrom zur Verfügung und den lasse ich mir nach Hause auf meinen Rechner schicken und dann habe ich die Möglichkeit von zu Hause aus das gesamte Relais detailliert zu analysieren. Ich kann also feststellen, wie zum Beispiel die unterschiedlichen Empfänger, mit welchen Pegeln die kommen, welche Verzerrungen da drin sind, welche Überschwingungen teilweise Leute mit Bildern anliefern. Ich kann den zum Beispiel Benutzer beraten, was sie an ihrer Modulation verbessern können. Das ist sehr hilfreich. Das mag so ein bisschen, Big Brother is watching you, könnte das ein bisschen sein. Aber dem einen oder anderen hilft das sehr, wenn man ihm sagt, Mensch, da an deiner Modulation, ich sehe in meinem Fourier-Analysator, kann ich diese oder jene Komponente erkennen. Und wenn ich mir das Zeitsignal angucke, stelle ich fest, du bist einfach nur geklippt. Schalt mal deinen Kompressor aus. Und jemand, der ein gutes Gehör hat, der kann das auch so, ja, das ist nicht der Punkt. Aber hier kann ich es versachlichen. Hier kann ich wirklich an der Stelle den Benutzer auch beraten und natürlich meine eigenen Geschichten untersuchen. Ja, Audioqualität im Amateurfunk hatte ich vorhin schon gesagt, es gibt diesen Kommunikationsstandard, der hat eben D-Star, DMR, SSB, meistens der Dynamikumfang kleiner als 20 Dezibel. Das ist eben einfach auf Dauer nicht schön zuzuhören. Das haben wir ja vorhin uns intensiver mit beschäftigt. Gesprächsstandard hingegen ist so ein typisches FM-Relais oder eine Direktfrequenz. Und der Dynamikumfang, den wir da haben, der ist häufig größer als 50 Dezibel. Und das ist für mein Ohr ermüdungsfrei. Das ist wirklich gut. Deswegen habe ich den Eindruck, bei mir in der Region ist es so, dass manch einer, der D-Star mit Euphorie als erstes angeschafft hat und da auch sofort rumexperimentiert und gemacht und getan, die haben die Dinger schon wieder verkauft. Die haben gesagt, das ist mir nicht genug. Das ist ganz interessant für mich zu beobachten. Als Betreiber von D-Star und FM-Relais kann man da ein bisschen mit lächelndem Auge daneben sitzen. Ja, die Anmerkungen zu Echolink unter Windows, das sind einfach, weil es sehr rechenstarke Geräte sind, die teilweise hohen Energiekonsum haben, sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Also definitiv, es ist für heute niemanden mehr zu erklären, dass ich die ganze Zeit einen 150 Watt verbrauchenden Rechner brauche, um als Zusatz zu dem Repeater-Controller eine Echolink-Anbindung mit dran zu geben und dort eben einigen wenigen Nutzern am Tage den Zugang zu erlauben. Das ist nicht vertretbar in meinen Augen. Da bin ich ganz Energietechniker. Ja. Und an der Stelle sage ich, da ist natürlich dieses Linux-System mit dem gleichzeitigen Steuern und Echolink einfach zuzuschalten oder wegzuschalten einfach ideal. Nachteil, es wird nur der GSM-Codec verwendet. Leider haben diese Windows-Echolink-Systeme teilweise extrem schlechte Audioqualität.
Also es ist wirklich bemerkenswert. Viele haben sich diese Echolink-Audioqualität schon im Gehörgang gemerkt und sagen, Echolink, geht gar nicht. Und dann dieses Getröte von den DDMF-Tönen da immer, ganz schnell. Ja? Aber das kann man mit SVX-Link alles wunderbar unterdrücken. Also zunächst ist natürlich, die DDMF-Töne sind bei mir alle unterdrückt. Der Rufton ist unterdrückt. Das schließt schon mal in so einer Großstadt einen Teil von Störern aus. Ja. Diese negativ Mitwirkenden sind einfach problematisch. Und wir finden das in jeder Großstadtsituation, egal ob das nun im Norden oder im Süden oder im Osten oder im Westen von Deutschland ist. Nicht? Negativ Mitwirkende muss man natürlich entsprechend angehen, aber das ist eine Möglichkeit. Gucken wir mal zu Relais Audio. Die Frequenz, das ist ein wichtiger Gedanke, den möchte ich gerne etwas grundsätzlicher aufgreifen. Wenn man mal so auf so ein Relais zuhört, dann stellt man fest, die Frequenzgänge, die Sender und Empfänger mitunter haben, sind sehr ungleich. Frequenzgänge sind in der Regel nicht glatt, sowohl vom Sender wie vom Empfänger nicht. Sie sind häufig auch nicht mal für Sprachübertragung optimal. Jetzt haben Nutzer auch sehr, sehr unterschiedliche Aussteuerungspegel. Es gibt Nutzer, die sind extrem laut moduliert. Es gibt Nutzer, die sind extrem leise moduliert. Da kriechen alle sofort in den Empfänger rein. Wenn man den zuhören möchte, man hat seine Schwierigkeiten damit. Mobilisten erwarten eine durchdringende Modulation, die gut und kräftig ausmoduliert ist. Und Knöllrunden erwarten eine angenehme Modulation. Ihr seht gerade, welches Konfliktpotenzial in dem Hirn eines Relaisbetreibers so zur Verfügung steht. Das muss man irgendwie lösen. Und da ist dieses SVX-Link einfach genial für in meinen Augen. Das möchte ich gerne kurz erläutern. Die Soundverarbeitung von Linux ermöglicht nämlich, bisher hat man die Soundkarten benutzt zur Ein- und Ausgabe, die Audio wurde durchgereicht und Punkt, das war's. Heute kann man aber die Möglichkeiten von Soundkarten viel weiter benutzen. Es gibt umfangreiche Verarbeitungsmöglichkeiten. Man kann getrennte Pfade für TX und für RX erzeugen, zusätzliche Verarbeitung mit Blockketten erlauben und qualitätssteigernde digitale Signalverarbeitung, zum Beispiel das Entrauschen. Und wenn alles gut geht, dann habe ich jetzt auch die Chance, das noch einmal mit vorzuführen, wie es denn ist. So, mal den richtigen reinstecken. Was man heutzutage mit Soundkarten so durch die entsprechenden Bibliotheken mitmachen kann. Ja, das ist eigentlich eine ganz angenehme Situation. Man misst also das Rauschen und schaltet das mit ein. Haben wir noch nicht gemacht soweit. Ich habe mal solche Experimente gemacht, wollte einfach mal zeigen, was man heutzutage mit Soundkarten so machen kann. Vielleicht motiviert das. Kommen wir zum nächsten Punkt. Also nochmal die Relais-Soundanforderungen von Mobilisten, die wollen hohe Sprachverständlichkeit, gleichmäßige Lautheit für alle, also HF-Mobil, HF-Feststation und HF-Echo und die Echolinker, alle sollen sich schön gleichmäßig sein. Die Feststationen wollen keine Übermodulation, wenig Verzerrungen, einen ausgewogenen Sound, natürlich auch Bässe, wenn es geht. Und der Relais-Verantwortliche sagt, okay, ich muss einen bestimmten Hub einhalten, den mir die Netzagentur vorschreibt. Das hat sich in den letzten Jahren 10 Jahren massiv vermindert. Früher hatten die Relais 50 kHz zugewiesen mit 25 kHz Hub. Und da sind wir heute doch deutlich kleiner. Und der Punkt ist, kann man sowas kontrollieren? Das muss man ja als Relaisverantwortliche, da muss man ja ehrlich bleiben. Sonst kann dann die Betriebsgenehmigung an der Stelle in Zweifel gezogen werden. Was können diese ALSA-Soundkarten? Und darauf will ich jetzt ein bisschen was erläutern. Da gibt es dazu Bibliotheken, die heißen Netzbar. Wie auch immer man die aussprechen will, das ist die Abkürzung für Linux Audio Digital Signal Processing Application.
Und da sind so ein paar Dinge drin, die man aus der Signalverarbeitung vielleicht kennt. Das ist der Hilbert-Transformator, der aus einem normalen Signal ein IQ-Signal machen kann. Es gibt Filter, also Hochpass, Tiefpass, Bandpass, Notchfilter. Es gibt Gleichrichter, diverse Kompressoren und Begrenzer. Equalizer in verschiedensten Varianten und das Schicksal im Ganzen ist, wer von euch Audacity kennt oder Audacity, wie man es aussprechen mag, sei beliebig. Das ist ein sehr einfaches interaktives Audioprogramm, das geht für Windows und das geht auch für Linux und damit kann man in der grafischen Benutzeroberfläche sich eine Sounddatei hernehmen, kann sie mit den entsprechenden Modulen behandeln und kann überprüfen, ob das den Wünschen entspricht. Übrigens den Rauscher, der ist auch mit drin. Also wer das mal selber ausprobieren will, der kann sich da entsprechende Möglichkeiten suchen. Ja, in der Regel braucht man wenige Zeilen für die Definition von einigen Parametern und man muss die SVX-Link-Conf anpassen, dass man jetzt eine andere Soundkarte verwendet. Also nicht mehr die Soundkarte mit der Adresse 1, sondern eine, die heißt dann irgendwie anders. Und das will ich am Beispiel eines Kompressors mal zeigen. Ich habe also jetzt nicht das Audiobeispiel dafür mit, aber will kurz zeigen, wie es geht. Die Idee ist, die Einstellung für gering zu haben und in der Tat, ich schaffe es, das kann ich nachher auch zeigen, einen extrem kleinen Hub bei meinem Relais zu fahren und trotzdem sagen alle Leute, boah, die sind aber toll moduliert, sind kräftig und laut. Das hat nur damit zu tun, dass ich die maximale Hub-Einstellung eben gut begrenze und die Lautheit entsprechend erhöhe. Da gibt es jemanden, ah nee, der guckt noch was. Okay, also die Begrenzung für guten Hub, für alle Modulationen und damit die Lautheit. Ihr kennt wahrscheinlich die Eigenschaft von Lautheit von eurer Stereoanlage. Da gibt es also so einen Taster drauf, da kann man laut draufdrücken und dann werden so ähnliche Dinge erzeugt. Es gibt keine scharfe Begrenzung. Diese vermeidet Oberschwingungen im wichtigen Frequenzbereich für die Sprachverständlichkeit. Also man kann ja ganz schlicht einen Begrenzer sich vorstellen und würde sagen, oh, schneid mal einfach ab. Und dann hat man also sehr starke Oberschwingungen von den energiehaften Schwingungen von wenigen 100 Hertz. Nicht? Also der meiste Teil der Sprachenergie wird im Bereich von wenigen 100 Hertz untergebracht. Etwa 99% der Energie ist dort auftreten bei der Sprache. Aber für die Sprachverständlichkeit sind die Schwingungen in einem Bereich von 1,5 Kilohertz von zentraler Bedeutung. Und wer das ignoriert, der kriegt halt schwer verständliche Modulationen dabei raus. Das Umschalten tags für Mobilisten, abends für Knödelrunden, entsprechend umschalten und anders parametrieren ist relativ einfach möglich. Und ich will kurz zeigen, wie es geht. Wir haben ein Konfigurationsbeispiel. Wir müssen einmal mit Debian-Kommando diese SWH-Plugins muss man installieren und dann muss man eine etc-alsa-sound.conf einstellen. Damit wird die Ausgabe jetzt ermöglicht. Wir haben dazu diese Zeilen zu parametrieren. Das hier ist nur eine Kontrollzeile, die als Kommentar auftritt. Also drei Zeilen muss man einschreiben. Wenn man das hier direkt überträgt, ich glaube, dann könnte es schon klappen. Damit kann er es selber ausprobieren. Was macht das Ding? Es ist ein 10 dB verstärkender Limiter bei minus 1 Dezibel Ausgangsleistung, also 1 Dezibel unter Full Size. Und es gibt eine Release Time von hier 0,5 Sekunden. Das kann dem Einzelnen zu schnell sein. 0,5 Sekunden ist so schnell wie ein pumpender Kompressor. Was man hier machen kann, ist statt 0,5 Sekunden zum Beispiel, maximal sind 3 Sekunden möglich, 3 Sekunden einzutragen. Das wäre die Alternative dazu. Also ein durchaus vernünftiger Ansatz. Was muss man dann noch tun? Man muss in der Hause der SVX-Link-Conf den Abschnitt umkonfigurieren, bei dem die Soundkarte bisher genannt worden ist. Da gibt es dieses AUDEF gleich alsa.plughw 0,0 zum Beispiel. Das hatte man vorher und jetzt muss man das da reinschreiben, weil dieses Device AMP 1 jetzt neu entstanden ist und dann dort entsprechend aufgenommen wird. Also nicht besonders kompliziert.
Nächstes Beispiel, ein 15-kanaliger Equalizer. Ein solcher 15-kanaliger Equalizer wird mitgeliefert, wenn man die SWH-Plugins entsprechend aufruft. Und eine zusätzliche Bibliothek mit dazu holt, das ist in dem Falle LibR-Sound 2 Plugin Equal, den muss man also installieren. Und dann kriegt man eine Möglichkeit, interaktive Konfiguration mit dem ALSA Mixer, 12 Kanäle im Bereich von 50 Hz bis 3500 Hz, die man minus 48 und plus 24 Dezibel einstellen kann. Das ist in meinen Augen für unsere Amateurfunkanwendung ziemlich gut. Die restlichen drei Kanäle, die gehen rauf bis 20.000, aber bis 3.500 haben wir im Grunde die Dinge, die wir für den Amateurfunk gut verwenden können. So, man kann das grafisch mit dem Squash-Control machen. Ich finde es nicht wichtig. Ich zeige euch gleich, wie es mit dem ALSA Mixer, den man sowieso schon mit drin hat, nutzen kann. Man kann das wahlweise für den Sender oder für den Empfänger machen oder auch für beides. Es ist beliebig schaltbar tags und abends. Da nutzen wir in der Regel den Cron dazu. Das ist ein interner Prozess, der minütlich aufgerufen und kommandos ausführen kann. So sieht sowas aus. Wir haben also hier zwei seitlich scrollende Bildschirme, die man nebeneinander dargestellt hat. Ich habe hier unten mal die Frequenzen runtergeschrieben. Und das ist meine Einstellung, die ich derzeit bei dem Bremer Relais gemacht habe. Ich habe also hier bei 220 habe ich hier minus 24 dB, hier habe ich minus 48 dB im Bereich 50 Hertz. Oh, das ist ganz sinnig. Braucht man da nicht die Störungen vom Brummen und so weiter mit drin haben. Dann habe ich die 880 Hertz, die habe ich ein bisschen abgesenkt. Hier auch den Rest, das habe ich alles ein bisschen abgesenkt. Und bei oberhalb 1700, da ziehe ich wieder auf 0 dB hoch. Und die oberen Stellungen hier bis hier, das ist 5000, das ist 3500. Da bin ich also in der Lage, eine solche Einstellung für DB0 HFT interaktiv zu machen. Ich kann also bei mir zu Hause am Schreibtisch sitzen oder an irgendeiner anderen Stelle, kann also diese Dinge beliebig verändern, um sie einmal einzustellen und dann bleiben sie so. Wenn man an der Stelle zum Beispiel, es gibt so negativ Mitwirken, das muss ich einfach nochmal aus der Praxis erzählen, die haben Folgendes, die haben die ganze Zeit einen Wobbler, so ui, 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 ja. Und es ist überhaupt kein Problem, dieses ui, 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 da weiß man, welche Frequenzen das sind, dann nimmt man einfach hier den Regler, zack, ist er unten und er wundert sich, komisch, geht nicht mehr. Man muss denen das ja nicht auf die Nase nehmen. Ja, das ist also ganz gefährlich. Wenn man denen das auf die Nase bindet, was man gemacht hat, ja, dann denken sie wieder neue Sachen aus. Und hier haben sie ja den Eindruck, Mist, mein Störgerät geht nicht. Hä? Kann ich nicht auch irgendwie was ändern? Und so kriegt man die Leute am ehesten dazu, etwas mehr positiv mitwirken zu werden. Das war vorher nicht so toll. Ja. Also, da möchte ich jetzt mal gerne übergehen zum demodulierten TX-Spektrum. Was ich hier dargestellt habe, ist ein Auszug aus meinem Minoradio-Abschnitt, wo ich mein eigenes Relais mit einem Sweep, und zwar mit einem Grün ist hier das Maximum, was dargestellt wird, Blau ist der Momentanwert zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo ich den Bildschirmabzug gemacht habe. So, und was man jetzt hier sehen kann ist, ich habe das demodulierte Audiospektrum bis 6 kHz an dieser Stelle, bei 5,5 kHz ist das jetzt mit meinem Demodulator zu Ende. Gemessen ist das mit einem Funtube-Dongle, den ich mit einem kleinen umgebauten, also praktisch als Empfänger geschaltet habe. Und der ist für intern bei 5,5 kHz zu Ende. So ist er einfach parametriert. Was man jetzt hier sehen kann, ist das Folgende. Wir sehen hier vorne einen Peak, der ist bei ziemlich genau 123 Hertz, das ist der aktuelle CDCSS von dem Bremer Relais. Man sieht dann hier solch einen starken Anstieg und hier sind wir bei dem Equalizer. Da hatte ich vorhin drüber gesprochen. Mit dem Equalizer habe ich einen bestimmten Bereich abgesenkt und das ist genau dieser abgesenkte Bereich, den wir hier jetzt wieder sehen. Und dann ist dieser Bereich wieder hier im Normalfall und der geht jetzt hier schön weiter. Das hier sind harmonische, die durch den Kompressor entstanden sind. Der Kompressor, der macht tatsächlich auch harmonische, aber die sind dann im sehr hochfrequenten Bereich und sie sind gegenüber dem Maximum gute 10 dB abgesenkt. Man sieht hier unten den Momentanwert des
der gehorcht vom Relais. Und ich will mal einen Schritt weitergehen und den nächsten Punkt zeigen. Die nächste Aufgabe, die man sich für Alsa ausdenken kann, ist zum Beispiel, dass ich eine Soundkarte habe. Ich möchte einen Hochpass, einen Tiefpass haben, um ein breites Notchfilter zu erzeugen. Dann nehme ich hinterher einen Mixer und gebe das wieder auf die Soundkarte aus. Anstelle dieser Soundkarten kann ich beliebige, definierte ALSA-Devices machen. Und ich will kurz zeigen, was man da an Werkzeugen braucht. Das ist jetzt einfach nur ein Auszug. Wenn man sich in den ALSA-Seiten liest, dann stellt man fest, viel, viel tolle Dokumentation, ganz schwer zu verstehen, muss man viel lesen. Und um das ein bisschen zu vereinfachen, will ich diesen Punkt kurz erwähnen. Also die Verbindung mehrerer Anschlüsse geht mit D-Mix, das Abgreifen von mehreren NF-Farben geht mit D-Snoop, es gibt einen universellen Konverter, der Abtastraten und alles, die ganzen Formate auch konvertiert, der heißt Plug. Und man kann Kanäle verteilen mit T-Table, wo man auch die Amplituden mit einstellen kann. Das ist also eine ganz schicke Möglichkeit, dass man zum Beispiel, es gibt viele Beispiele, wo man gleichzeitig auf verschiedene Devices dann überträgt und, und. Ich will mal einen weiteren Punkt zum Thema FM-Relais sagen, mit Pre- und Emphase. Viele, die ihre Relais aufbauen, können die heute mit Datenfunk, Bündelfunkgeräten bauen. Bündelfunkgeräte haben einen separaten Eingang, wo man praktisch von 0 Hertz an modulieren kann, mit dem man echt Datenfunk macht. Und da gibt es ein Problem, wenn man also entweder direkt an diesem Bündelfunkgerät den Eingang für den Datenbereich nimmt oder wenn man an den Diskriminator direkt rangeht, dann gibt es kein Pre-Emphasis und De-Emphasis. Und das ist bei SOX-Link so toll, einfach einschalten und wohlfühlen, nichts dazu machen. Ja, also, und dann wäre das folgendermaßen, die Situation ist ja die, dass der Sender normalerweise eine Pre-Emphasis hat, das Relais hat eine De-Emphasis, das Echolink kommt hier direkt hinein, geht auch hier wieder direkt raus und für den Sendepfad zum Empfänger hin brauchen wir dann natürlich auch wieder eine Pre-Emphasis im Relais, am Empfänger gibt es die De-Emphasis und dann hat man dort normalerweise den Lautsprecher angeschlossen. Ja, was ich jetzt zeigen möchte ist, ich mache es mal aus Gründen der Zeit, wir sind ja doch sehr eng schon, will ich ein bisschen was zu den Messungen erklären, die man mit dem Ding sehr einfach machen kann. Und oder ich frage mal, ist das interessant oder wollen wir es hopsen? Das ist interessant, einiges nickt. Ich habe jetzt keine repräsentative Abfrage gemacht, aber vielleicht geht es so. Schauen wir mal jetzt mal, was kann ich überhaupt messen an so einem Relais? Ich kann messen, ist die Frequenz richtig? Das ist ja eine wichtige Aussage. Ne? Also wie genau bin ich denn? Damit kann ich vielen OMs, die eben der Frage nachgehen, stimmt meine Eichung meines Systems, kann ich dann vielleicht ein bisschen Unterstützung geben. Von daher ist das wichtig in meinen Augen. Das nächste ist wichtig, ich muss die Verzerrung bemessen. Ich muss feststellen, ob mein eigenes Relais überhaupt verzerrungsfrei ist oder ob es da so viel Verzerrung gibt, dass man das eigentlich dem Nutzer nicht mehr zumuten kann, dazuhören zu wollen. Dann das nächste ist der Frequenzgang, den ich untersuchen kann. Das vierte ist der Hub und natürlich, wenn ich unterschiedliche Empfänger habe, dann brauche ich auch wieder weitere Messungen. Messungen im Sender sind, die Frequenzstabilität zu schätzen, also die Frequenz tatsächlich sich anzugucken, dann die Amplitude und die Aussteuerung, die Linearität mit zu untersuchen, den Frequenzgang hinsichtlich der Amplitude mit konstanter Amplitude, das Rauschen mit konstanter Amplitude kann ich mitnutzen und ich kann den Hub mit Sinusmodulation oder mit dem HF-Spektrum mit Kalibrierung über die Bessel-Funktion direkt mir angucken. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen, wie das geht. Die Modulationsbandbreite kann ich überwachen. Im Empfänger könnte ich natürlich jetzt die Feldstärke mitmessen. Ich kann den Frequenzgang des Empfängers mitmessen.
die Linearität und die Pegel des Empfängers, den Software-Squelch überwachen, ganz wichtig, ich weiß nicht, wer das kennt, also in dem RSVX-Link gibt es die Möglichkeit, ein Software-Squelch zu beschreiben. Das ist ein wahnsinnig tolles Werkzeug, weil man das interaktiv verändern kann. Das läuft darauf hinaus, dass zum Beispiel, ich weiß hier in der Umgebung von Bremen, ein kleines Stadtrelais hatte die Schwierigkeit, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt im Laufe des Tages, irgendwann am späten Abend, gab es kräftig Störungen auf der Eingabe. Peng. Das Relais war dann nicht mehr betreibbar. Es war die ganze Zeit aufgetastet, es ging nicht weiter. Und was war die einfachste Lösung? Wir haben ein Software-Squelch aktiviert und haben damit die Möglichkeit gehabt, zu dem Zeitpunkt einfach die Squelch-Empfindlichkeit zu verändern, interaktiv, mit dem Cron geschaltet, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann war eben das Relais einfach etwas unempfindlicher. Aber, ganz wichtig, man konnte es noch betreiben. Das ist der wichtige Gedanke, den wir dort immer wieder sehen. Mit solchen einfachen Mitteln kann man sich häufig sehr schnell helfen. Dann den Benutzer beraten zur Modulation, hatte ich schon was erzählt, und den CTCSS untersuchen. Es zeigt sich, das ist ganz witzig dabei, dass dieser CTCSS in einigen Funkgeräten, auch die man für das Relais verwendet, mitunter stark oberschwingungshaltige Modulationen erzeugt. Oberschwingungen vom CDCSS bei 123 Hertz sind schnell in den Audiobereich hineingreifend, also 400 Hertz, 500, 600 Hertz. Das heißt, sobald das Relais mit einem CDCSS-Ton daherkommt, da brummt das unangenehm. Da sagen alle Leute, hey, Modulation ist schlecht, was ist das bei euch? Da muss man dann mal genau hingucken und dann stellt man fest, in der Tat, es gibt Relais-Einstellungen, die das sehr ungünstig machen. So, ich habe also bei mir mit dem Funtube-Dongle und mit einem RTL-SDR-Stick, beides ist möglich. Ich zeige allerdings die Ergebnisse mit dem Funtube-Dongle, weil der ein bisschen höhere Dynamikumfang hat. Das wisst ihr, der Funtube-Dongle macht die Auflösung mit 16-Bit. Der RTL-SDR-Stick kann nur mit 8-Bit. 8-Bit sind eben nur eine Auflösung von, gut 45 Dezibel und bei dem Funtube-Dongle kommt man eben auf einen Dynamikumfang von Größenordnung 70 bis 80 Dezibel, sodass das also von daher das bessere Werkzeug ist. Aufbau mit dem Radio. Ich habe eine Entfernung zum Relais von 2 Kilometern bei mir zu Hause. Die Antenne ist ein 50 cm Draht, so eine kleine Prüfstrippe. Kennt ihr bestimmt mit den beiden Krokoklemmen auf der einen Seite in den SMA-Adapter mit einer kleinen Stecknadel reingesteckt vom Funtube-Dongle und dann hängt das Ding einfach am Schreibtisch runter und so ist die Antenne. Also nichts Besonderes. So, und damit habe ich die ganzen Messungen gemacht. Das Erste, was man macht, ist, man prüft mal, wie gut der eigene Empfänger ist, weil sonst kriegt man keine Referenz. Das habe ich hier gezeigt. Wir sehen also an der Stelle, das ist das Rauschen ohne einen aufgetasteten Sender. Der Empfänger wird also, mein Prüfempfänger wird also an der Stelle mit gemessen und man sieht sehr schön, das Rauschen ist hier quasi genannt. Naja, hier gibt es so einen kleinen Unterschied. 5 Dezibel werden bei 5 Kilohertz abgefallen. Dann würde man sagen, naja, mal gucken, ob wir es dagegen tun. Nächster Punkt, wir sehen hier wieder die Momentanwertsituation und diese grüne Kurve, die ist im Grunde der Maximalwert über eine gute Minute lang rauschen lassen und dann einfach dort der Maximalwert entsteht dabei. Nächster Punkt ist das Leergeräusch. Wir sehen deutlich, das Leergeräusch ist relativ schwach und ich habe hier mal hilfsweise eingezeichnet diese Linie vom Rauschen. Wir können leicht erkennen, da ist ein erheblicher Unterschied dazwischen. Das sind schnell 40 Dezibel oder mehr. Hier vorne ist es mehr als 50 Dezibel im Bereich unter 1 Kilohertz. Hier haben wir ein bisschen kleineren Abstand. So, bei der Messung des Senders habe ich eine Datei Sweep aufgerufen. Ich habe eine Funktion, in der kann ich mir mit TTMF von Ferne einfach eine Sweep-Datei aufrufen und diese Sweep-Datei, die wird ausgesendet. Die macht einen Durchgang von 10 Hertz bis 5,5 Kilohertz. Die Alternative, die man hat, ist mit dem Play-N Synth sein F1.
Das ist eine Funktion, die ist in dem Betriebssystem mit enthalten. Wenn ich das SVX-Link deaktiviere und einfach ein solches Play mache, dann wird auf das Audio-Device dieser Sinus übertragen. Man kann hier auch eine Wobble-Funktion mit angeben. Wer da nachgucken will, den empfehle ich einfach das Manual. Da steht es genau drin, wie man es macht. Okay, hier nochmal den Sweep und jetzt mit dem Leergeräusch dargestellt. Man sieht sehr schnell, es entsteht tatsächlich ein Signal, also Maximalwert zum momentanen Rauschen. Wir haben hier hinten einen Ton, der ist etwa mit 5,2 kHz, wird er gerade gesendet. Man sieht, da ist natürlich der Sender fängt an, dort hinten in seinem Tiefpass zu greifen. Der Sender sendet da nicht mehr so richtig viel aus. Aber man kann natürlich noch Frequenzen bis 5 kHz in diesem Relais mit übertragen. Und das ist das Besondere von diesem Datenfunkanschluss. Der Datenfunkanschluss erlaubt tatsächlich, dass man also sehr hohe Frequenzen noch mit überträgt. Das machen die, um eben auch Datenfunk mit den entsprechenden Bitraten zu übertragen. Aber für unsere Relais-Anwendung ist das natürlich Labsal für meine Ohren. Also das ist wirklich schön. Also eine wirklich ausgewogene Audio. Ein bisschen einschränkend ist hier an der Stelle, dass ich hier unten einen Hochpass habe. Dieser Hochpass, der so bei ungefähr 300 Hertz aufhört, ist vom SVX-Link mit vorgesehen und sorgt dafür, dass der Bereich unter 300 Hertz nicht mit übertragen wird. Man kann das ändern, wenn man das möchte. Aber da muss man in den Quellcode rein und muss das entsprechend dann verändern. Ist aber nicht tragisch. Ich habe es bisher nicht gemacht, weil ich das von den Leuten her als ordentlich rückgekocht bekommen habe. Ja, man sieht, bei solch einem FM-Relais hat man schnell zwischen dem Spitzenwert auf einer bestimmten Frequenz und dem Leergeräusch des Systems einen Dynamikumfang von 50 Dezibel. Und das ist genau das, was wir als angenehmes Relais-Audio empfinden. Also nicht diese 20 dB Dynamikumfang von Kommunikationsstandard, sondern tatsächlich 50 dB. Dann habe ich das nächste gemacht, dass ich Einzeltöne aus dem Sweep mal einen Zeitmoment rausgegriffen habe. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat dieser Sweep eine Frequenz von knapp 2 kHz. Man sieht hier diesen blauen Hub vorlaufen. Und was man jetzt hier sehr schön sehen kann, ist, es entsteht jetzt hier praktisch die Maximumspur. Das ist die Spur, die dieser maximale Wert dort schon erzeugt hat. Man sieht hier tatsächlich auch noch eine Oberschwingung. Aber wir können sehr schnell erkennen, die Oberschwingung ist gut 30 Dezibel abgesenkt. 30 Dezibel gegenüber dem Grundsignal finde ich eine ordentliche Möglichkeit, da was zu messen. Ja, wenn der Sweep vollständig durchgelaufen ist, dann sieht das so aus. Na, dann sehen wir hier schön glatt bis 3,5 kHz und dann fällt das so ab. Hier sieht man sehr schön die Charakteristik des Senders. Der Sender hat also die Charakteristik, bis 3,5 kHz fast linear zu übertragen und ab 3,5 kHz fängt er an, mit einem Tiefpass zu wirken, sodass wir also hier nicht mehr alles dann sehen können. Hier nicht, da sieht man schon, der Empfang ist nicht so besonders stark bei mir zu Hause, aber man kann es schon sehr schön erkennen, das ist die deutliche Charakteristik, die mein Sender eben dort im Relais zur Verfügung stellt. Der nächste Punkt ist, dass wir im Spektrum sogenannte mehrere Komponenten haben. Was ich jetzt hier habe, ist mit einer Frequenzlupe den nicht demodulierten, sondern den direkten Frequenzspektrumsanteil von meinem Feintuned-Dongle gemessen. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt, da hatte ich die Erscheinung hier, der Erscheinung, schlechtes Wort, also den momentanen Wert, dass plötzlich hier in der Mitte, da wo eigentlich der Träger ist, dass der praktisch um hier minus 25 Dezibel eingebrochen ist. Dieser Einbruch, der ist für mich nicht signifikant. Ich kann jetzt dahergehen, kann sagen, wann tritt der denn wirklich auf?
Das ist nämlich diese Absenkung der Bessel-Funktion in nullter Ordnung. Die Bessel-Funktion nullter Ordnung bricht zu diesem Zeitpunkt den Träger ein, und zwar um minus 25 Dezibel. Das ist bei einer Modulationsfrequenz, wenn wir hier so schätzen, irgendwas, hier ist 1 kHz, das ist ein bisschen unterhalb 1 kHz. Da ist tatsächlich dieser Einbruch der Bessel-Funktion. Jetzt müsste ich eigentlich auf meine GNU-Radio-Applikation wechseln. Das aber nicht so schnell tun, weil ich euch gleich noch was zeigen möchte. Dann werde ich es doch mal tun. Jetzt mit einem speziellen Modul, was ich als FM-Modulator bezeichnet habe. Ich suche den, ob ich den hier habe. Da habe ich ihn. So, den will ich jetzt mal eben aktivieren. Und dann kommt er mit verschiedensten Eigenschaften, die wir gleich erklären müssen, aber wo wir was sehen. So, was wir hier sehen, ist die Überlagerung eines Rausch- und Eintonsignals. Ich will das mal, das Rauschen mal wegnehmen. Das ist nicht so spannend. Zur Seite schieben. Ja, ist nicht besonders hilfreich. Ich mache mal das Rauschen zu Null. Ich sehe schon, das war für einen großen Bildschirm gemacht. So, wenn ich das Rauschen zu Null mache, dann sieht man jetzt nur noch die Töne. Die Töne sind jetzt 5 kHz. Ich will mal den Ton vermindern und was man dann sofort sieht, sind die Bessel-Funktionsspektren. Die gehen jetzt bei, jetzt ist die Frequenz 2,2 kHz, ich reduziere auf 1 kHz, jetzt habe ich 1 kHz, ich will euch jetzt das Gepfeife ersparen und lege das mal nicht an, 1 kHz. Jetzt sieht man witzigerweise, bei dieser Veränderung der Frequenz ist jetzt entstanden, dass hier in der Mitte plötzlich dieser Träger verschwindet. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen konntet, sonst drehe ich das nochmal wieder auf und mache das nochmal, ja, ich kann auch ein, zwei, ich kann mal die Frequenz hier noch ein bisschen weiter, den Teil ein bisschen weiter drehen, drehen wir hier runter, da verschwindet er fast vollständig. Wenn ich den ein bisschen weiter runter drehe, die Modulationsamplitude, dann ist das, kommt er wieder hoch, kann man sehen, ne? Und jetzt mache ich die Modulationsamplitude immer schwächer, immer schwächer, immer schwächer. Jetzt nehmen auch die oberen Anteile der Bessel-Funktion immer weiter ab. Ja? Diesen Teil, der ist etwas unbequem. Hier, das wäre zu wenig Modulation. Und hier in dem Bereich, da hätte ich schön eine Menge moduliert. Ich will das jetzt einfach kurz noch weiter zeigen, was man hier noch sehen kann. Hier sieht man jetzt natürlich den, sieht man hier den demodulierten Ton. Hier ist das Ganze nochmal hochmoduliert in den Bereich auf 20 kHz, dass man da noch was erkennen kann. Aber der wichtige Gedanke ist eigentlich der, den ich hier hatte, dass ich hier mit zwei Demodulatoren unmittelbar die Eigenschaften so einstellen kann, dass ich durch die Modulationsamplitude, die ich langsam aufdrehe, hier den Träger verschwinden lassen kann. Ja, dieser direkt verschwindende Träger, der ist ein wichtiges Element. Man kann mit einem SSB-Empfänger zum Beispiel seinen, oder mit einem CD-Filter, kann man tatsächlich damit genau auf der Trägerfrequenz zuhören. Und wenn diese Trägerfrequenz plötzlich in der Amplitude stark verschwindet, dann hat man diesen Bereich erreicht. Also ich nehme einen 1 kHz Ton, drehe die Amplitude des 1 kHz Tons langsam auf in der Modulation und irgendwann verschwindet diese Komponente des Trägers. Wir sehen hier ein Verschwinden um minus 50 Dezibel oder minus 60 Dezibel, das ist praktisch weg. Das ist eine Möglichkeit, die werden wir jetzt gleich nutzen und dann gehe ich wieder zurück auf meinen anderen, auf meinen anderen Anschluss und will da weitermachen. Jetzt geht es ein bisschen schneller, das zu wechseln. So, also was wir hier sehen, sind halt die praktisch
die Triggerkomponente, dann die erste Modulations-, die Oberschwingungs-, also zweite Modulationsfrequenz, dreifache Modulationsfrequenz. Ich habe damit die entsprechenden Anteile meiner Besenfunktion. Wie schaut das eigentlich aus? Dazu mache ich einen kleinen Ausflug. Ursprünglich hatten wir mal Phasenmodulation, das ist historisch begründet. Da gab es im Sender die Anhebung der hohen Frequenzen. 99% der Energie sind kleiner 1 Kilohertz, aber nur 4% sind davon für die Sprachverständlichkeit von Bedeutung. Sprachverständlichkeit geht oberhalb 1 Kilohertz. Der Empfänger hat die Absenkung hoher Frequenzen, um die Linearisierung und Entzerrung zu machen. Und man hat typischerweise einen Tiefpass erster Ordnung. Interessant an der Stelle, wenn man sich mal genau anguckt, was da passiert im konventionellen FM-Empfänger, den man für Radioanwendungen hat, werden für den USA-Bereich 75 Mikrosekunden als Zeitkonstante des Tiefpass erster Ordnung gesehen und für den europäischen Bereich 50 Mikrosekunden. Man kann sich leicht vorstellen, dass es schon eine spannende Frage ist, was dann so übliche FM-Funkgeräte uns anbieten. Denn 50 Mikrosekunden entspricht 2,9 kHz Frequenz und das andere ist 2,1 kHz. Man sieht sofort, ah ja, da könnte es was geben bei uns. Was ist die Definition? FM heißt Änderung der Frequenz, PM heißt Änderung der Phase. Der Modulationsindex ist definiert als Delta Omega durch die Modulationsfrequenz. Delta Omega ist an der Stelle der Hub, den wir normalerweise vom Gesetzgeber vorgegeben bekommen oder wo wir prüfen wollen, haben unsere Funkgeräte diesen Hub? Das ist die Frage, die wir in der Regel haben. Und die spannende Frage ist, kann man das mit so einem Fernglück-Dongle schnell messen? Ja, lautet die Antwort. Ich will zeigen, wie es geht. Die Bandbreite, dazu kurz noch eine Überlegung. Grundsätzlich hat FM eine theoretisch unendliche Bandbreite. Man kann also die Spektren niemals einschränken. Das haben wir vorhin an dem Spektrum ja auch gesehen. Das war fröhlich weiter weg noch. Die abnehmende Energieanteil höherer Anteile ist aber bedeutend. Es gibt eine sehr einfache Formel, die der Carson vor vielen Jahrzehnten mal aufgeschrieben hat, der sagt, also 97% der Energie ist in dem Bereich zweimal Hub plus die maximale Modulationsfrequenz. Wenn wir einen Sinus haben, könnte man daraus ganz einfach was entwickeln. Denken wir uns, wir haben ein Beispiel mit der Hub sei 3 kHz, die maximale Modulationsfrequenz ist 3 kHz, der Modulationsindex ist 1, dann kommen wir auf eine Bandbreite von 12 kHz. Das ist genau das, was uns die Netzagentur als Relaisbetreiber anempfiehlt einzuhalten. Da weiß sofort jeder, dass das nachrichtentechnisch nicht besonders günstig ist. FM hat nur dann einen richtigen, schönen Gewinn, wenn man einen hohen Modulationsindex hat. Das ist nicht so toll. Die quadratische Summation aller Frequenzanteile darin muss also diesen Wert einhalten. Mathematische Lösung geht über Besselfunktionen, das will ich gleich zeigen, oder die Messung mit modulierten Rauschen. Diese ist mathematisch sehr anspruchsvoll, deswegen zeige ich das lieber an so einem Sinus, wie ich es gerade angedeutet habe. Ich habe hier mal dargestellt die Funktionsverläufe von Besselfunktionen. Das ist der Funktionsverlauf von der Besselfunktion nullter Ordnung. Der geht eben hier in der Nähe, wenn der Modulationsindex 0 ist. Hier ist der Modulationsindex, hier ist die entsprechende Amplitude der Besselfunktion. Man sieht, die Besselfunktion hier nimmt ab, nimmt ab, nimmt ab und hat hier bei 2,4. Dort hat sie eine Nullstelle. Das heißt, wenn die Besselfunktion nullter Ordnung eine Nullstelle erreicht, dann wird der Anteil im Spektrum vollständig verschwinden. Das ist die Intention. So, und was wir jetzt üblicherweise machen, das lernt jeder Nachrichtentechnikstudent im Labor normalerweise sehr früh schon, stell den Modulationsindex 2,4 ein und nimm einen entsprechenden Ton dazu und schon kannst du mit dem Verschwinden des Trägers in dieser Nullstelle den entsprechenden Hub nachweisen. Das ist die Intention, die gibt es in jedem Labor. Also ich habe viele Hochschulen von innen gesehen und weiß von daher, dass das immer gemacht wird. Es gibt aber noch ein paar weitere Punkte, die zeigen dieses Bild.
Wir können uns also einen Punkt vorstellen, wo der Index von 0 und der Index von 1 sich gerade an dieser Stelle mit gleicher Amplitude messen lassen. Und wir können einen weiteren Punkt nehmen, zum Beispiel den hier, wo der Index von 2 und der Index von 0 gleiche Amplitude haben. Das kann man auch noch schätzen. Oder dieser Anteil. Und damit habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten, meinen Modulationsindex exakt an dieser Stelle zu bestimmen. Gut, das ist hier mal aufgelistet, die ich da mit als Kandidaten für eine Messung sehe. Und ich will jetzt kurz, das hat man da schon gemacht, sehr schön, und jetzt will ich mal eine Berechnung von Hoop kurz zeigen, wie es geht. Wir suchen uns beispielsweise eine Modulationsfrequenz von 1 kHz. Wir suchen das Minimum und erhalten das bei Modulationsindex 2,4, dann wäre der Hoop Delta Omega ist Modulationsindex mal F Mod, also eingesetzt 2,4 mal 1 kHz sind 2,4 kHz. Das ist ein bisschen weniger, als was wir prinzipiell dürfen. Nächster Punkt. Wir wollen genau 3 kHz Hoop haben. Wir haben diese Geschichte mit dem Modulationsindex 2,4, also müssten wir jetzt eine Modulationsfrequenz von 1,25 kHz nehmen und dann muss der Träger verschwinden. Das müsste ich wieder umstecken, ich schenke das mal, aber genau das wird damit gemacht. Nächster Punkt. Ich kann jetzt eine Prüfung machen, dass ich sage, ich will mal schauen, kann ich den Modulationsindex von 3,8 nehmen, wo eben J1 gleich 0 wird und dann sehe ich, naja, da müsste ich nur noch 790 Hertz nehmen oder in dem Beispiel, was wir vorher hatten, da hatten wir 550 Hertz, Modulationsindex 2,4 und dann war eben das, der Hoop nur noch 1,3 kHz. Ich kann also damit sehr wohl etwas spielen und kann damit auf einfache Weise vorgehen. Nächsten Punkt möchte ich kurz zeigen, die Rufzeichenerkennung für SVX-Link. Man kann sich doch Folgendes vorstellen. SVX-Link ist ein Analogrelais. Es gibt derzeit keine Möglichkeit, auf einfache Weise die Informationen der sprechenden OMs umzuwandeln in binär lesbare Form. Und ich weise darauf hin, das ist noch nicht realisiert, sondern ist mal so eine Idee und da müssen wir uns nochmal vor dem Hintergrund von Snowden auf jeden Fall nochmal diskutieren, ob wir das wirklich haben wollen oder ob wir das machen können. Aber das will ich dann doch nochmal vorführen, wie es geht. Dazu wieder den Wechsel. Und jetzt dran. So, und jetzt wollte ich den da rausnehmen. Den eben abschalten. Und was die Idee nun ist, ist die folgende. Ich will euch zeigen, wie man das nutzen kann. Dazu habe ich hier ein System aufgesetzt. Hier kann man da was sehen. So, ich habe Folgendes vorgesehen. Ich habe jetzt vorgesehen, meine Sprechgarnitur aufzusetzen, die jetzt statt eines und ich spreche jetzt vor, ich habe hier ein kleines Skript installiert, das ist nicht besonders lang. Wenn ich das aufrufe, dann passiert Folgendes. Dann kann ich eine Sequenz reinsprechen, das mache ich mal gerade. Guten Abend, hier spreche ich. Das wird jetzt an Google geschickt und wird von Google zurückgeschickt. Und wir sehen, Google hat mehrere Alternativen zur Verfügung gestellt. Die eine ist, guten Abend, wünsche ich. Gute Nacht, spreche ich, spreche ich. Guten Abend, spreche ich. Guten Abend, sprüche ich. Naja, und so weiter. Ja, also Google hat nicht alles erkannt. Das Besondere dabei gegenüber einer Diktiersoftware ist, das ist total sprecherunabhängig. Das ist der wesentliche Gedanke. Es gibt viele einfache Beispiele, wo Leute das mit zum Beispiel so einem Raspberry Pi verknüpft haben. Wir sind ja auf der Maker's World hier und es ist so, dass Leute das dazu benutzt haben, um zum Beispiel dem Raspberry Pi das Kommando zu geben, Raspberry, Licht an. Das wird zu Google geschickt. Google gibt dann das Wort Licht an zurück. Man kann mit einem einfachen Texterkenner darüber gehen und auf Licht und an reagiert das System dann und schaltet das Licht an.
Mit dem Kommando Raspberry kann man der Texterkennung, die zurückkommt von Google, natürlich sagen, jo, es war eben tatsächlich das Kommando. Ja. Man kann sich auch eine andere Form vorstellen. Irgendein Wort, was nicht häufig gesprochen wird, ist da immer signifikant genug. Ja? Aber solch eine einfache Möglichkeit gibt's. Das Skript, wenn ich euch das zeige, ist nicht besonders lang. Ich mache das mal gerade. Cut, Spracherkennung. So, und man sieht, da ist nicht wirklich viel drin. Ne? Da sind oben ein paar Adressen mit drin. Jetzt muss ich doch mal etwas anders machen, muss ich doch mal ein Test machen. Test. So. Jetzt hat es irgendwie nicht gefallen. Ist jetzt egal. Da, jetzt sehe ich, was das Problem ist. Lässt Kinder nicht. So, man sieht jetzt also dort, es sind einfach nur viele Kommentarzeilen, die das Ganze ein bisschen länger machen. Und es wird hier Folgendes gemacht. Es wird hier mit dem Standardbefehl A-Record, wird von der Audiokarte 0, wird hier einfach eine WAV-Datei erzeugt. Die WAV-Datei wird mit SOCKS in eine FLAC, das ist ein entsprechendes Kommando, was Lossless Audio kodiert, übersetzt und gleichzeitig auf 8 kHz umgewandelt, um die Datei etwas kompakter zu machen. Das wird dann hier an der Stelle über ein entsprechendes WGET an Google übertragen, und von Google über diese spezielle Adresse kann man dann dort das zurückbekommen, und dann wird das noch ein bisschen von mir, was da zurückgekommen ist, mit einem Pipeline von SED, GREP, AWK und nochmal SED. Ihr seht, da ist ein bisschen Unix mit dahinter. Da werden hier einfach die Zeichenketten, die von Google zurückgeliefert werden, überarbeitet. Und dann kommt eben das raus, was wir da gerade gesehen haben, die verschiedenen Zeilen mit den Ergebnissen, die Google geliefert hat. Soweit dieser Gedanke. Wie gesagt, die Möglichkeit wäre, wenn eben jemand nach dem Öffnen des Relais ein Rufzeichen sagt, dann könnte man das damit benutzen und könnte sagen, hier ist Delta Lima Y, Z, dann kann man das damit erkennen. Ob man das so gerne möchte, ist sicherlich diskutabel, weil natürlich die Sprache wird alles Google erstmal in seinen Speicher nehmen. Die schmeißen ja nichts weg. Und das ist genau der Punkt, wo man sich sehr genau die ethische Frage vorlegen muss, was kann man seinen Nutzern, was will man seinen Nutzern eigentlich zumuten? Ja? Das ist für einen Relaisbetreiber eben die ethische Frage, oder man muss demnächst dann ein rot blinkendes Warnsignal mit dazugeben. Auf diesem Relais werden Sprachen 10 Sekunden nach dem Auftasten abgescannt und an Google geschickt. Das könnte man natürlich auch so machen. Aber das ist genau die Geschichte, die ich an der Stelle mit sehe. Man hätte dann ein Logbuch dafür und kann direkt sehen, wer da mit drin ist. Interessant ist nur das Feature, dass die Sprache, die wir einmal erkannt haben, natürlich von Google auch gleich in irgendwelche anderen Sprachen übersetzen lassen können, sodass jemand, und das ist auch vorgeführt, das kann man sich angucken, da gibt es Videos dazu mit einem Raspberry Pi, wo man in einer Sprache hineinspricht, Google kommt mit der Spracherkennung zurück und dann wird das zum Beispiel auf Mandarin vorgetragen. Ja? Ist ja auch mal eine Maßnahme, nicht? Wir müssen sowieso demnächst alle Mandarin lernen, und dann ist das vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich schon mal das ein oder andere Sequenzchen darin anhören kann. Na gut, ich spreche kein Mandarin, aber es geht eben auch in anderen Weltsprachen. Ne? Man muss da nicht auf nur diese Sprache verfallen. Ja, was ganz attraktiv erscheinen könnte, sein, das Reizwort Relais-Steuerung. Ja? Dass man sagt, Relais-Steuerung, verbinde dich mit YZ, Relais Bremen zum Beispiel. Ja? Und wenn man solch eine Erkennung so weit treibt, dann hätte man die Möglichkeit, so etwas mit auszuführen. Ich bin nicht sicher, ob das klug ist, in diese Richtung zu denken. Ich wollte es aber nicht vermeiden, es nicht mindestens einmal erwähnt zu haben. Die Entscheidung über die Ethik und das andere, oder ob jemand das von euch ausprobieren will, die Möglichkeiten sind an der Stelle gegeben und sie sind nicht wirklich kompliziert umzusetzen. Das habt ihr gesehen. Diese Skripte kann man finden. Ihr findet sie nachher auf meinen Webseiten. Das wäre also das Prinzip dazu: Aufzeichnen, konvertieren, versenden an Google, Text holen und Text aufbearbeiten. Das war diese Vorführung dazu.
So, Verkehrsfunk und andere Ansagen. Nochmal so ein Beispiel für so eine Softwarestruktur. Was machen wir da? Wir haben einen Cron, der eine Minute, alle eine oder alle zwei Minuten auf einer Webseite, erstmal ein Shell-Skript startet. Dieses Shell-Skript macht nun Folgendes. Es holt von einer Webseite, nämlich www.verkehrsmeldezentrale Bremen, holt es die entsprechenden Informationen. Das gibt es zurück in ein PHP-Skript, was einen JSON-Converter verwendet. Und diesen JSON-Converter, der nimmt jetzt den zurückgelieferten Textstring auseinander. Dieser Textstring, der wird jetzt von dem Shell-Skript weitergereicht in eine Textaufbearbeitung. Diese Textaufarbeitung erzeugt eine ganz normale Eingabe für Mary. Mary ist ein Java-Applet, das ist in einer deutschen Hochschulkooperation mit internationalen europäischen Universitäten entwickelt worden, wird teilweise jetzt noch weiterentwickelt und ist ein Sprachkonverter, der sehr, sehr viele Sprachen kann. Dem kann man also russische, englische, chinesische, deutsche, sonst was Texte geben und dann kann das auch in den jeweiligen Sprachen mit vorlesen. Gibt Applikationen, die machen das in Plattdeutsch oder wer es möchte, kann es auch in andere Dialekte übersetzen. Ja, also das ist eine ganz schicke Geschichte. Es kommt eine WAF-Datei zurück und die WAF-Datei, die hört sich, der ist noch dran, wunderbar. Die WAF-Datei hört sich dann so an. Jetzt gucken wir mal, da ist sie. Neue Verkehrsmeldung. Abfahrender Stau. Auto Anzubringung über die Stadt von Tunnel und Bremen. Ausfahrt und Bremer Kreisel. So, das war die WAF-Datei. Ihr habt immer schön den Hinz-Triller gehört, ja? Der wird natürlich mit dazu gepackt, logischerweise. Das bin ich meinen Hörern schon schuldig. Ja? Also den Hinz-Triller, das ist ja mein Liebling dabei. So, dann habe ich den Compander mit Sox gemacht. Neue Verkehrsmeldung. Abfahrender Stau. Autobahnzubringung über die Stadt von Tunnel und Bremen. Ausfahrt und Bremer Kreisel. Ja, haben wir jetzt gehört, da ist ein richtiger Kompressor-Song mit drin. Das ist für die Mobilisten. Na, also für die Mobilisten, denen gönne ich dann den Kompressor. Dann ist also das hier ganz normal damit drin. Und dann wird eben die Ausgabe auf die Steuerung von SOX eingetragen. Ich habe dazu einige Zeilen in dem entsprechenden Modul erweitert. Adi hatte dankenswerterweise mir die Möglichkeit gegeben, auf sein Verkehrsmeldungsmodul aufzusetzen. Dann habe ich dazu einige Erweiterungen geschrieben, sodass das System unabhängig, zeitgesteuert, diese Meldungen, sobald sie von Mary zurückgeliefert worden sind, selber den Sender tastet. Wenn zu dem Zeitpunkt gerade jemand spricht, dann wird die Meldungsausgabe zurückgehalten und es kommt im Hintergrund ein so düt. Und alle Zuhörer, die dem Sprechenden noch zuhören, die wissen dann, ah ja, jetzt will das René was sagen. Ja, und dann passiert Folgendes, dann geht derjenige, der seinen langen Monolog zu Ende gehalten hat, geht auf Empfängnis. Wenn er auf Empfängnis geschaltet hat, dann ist vollkommen klar, dann ist an der Stelle jetzt das Relais sofort in der Lage und kann dann sprechen. Nun wisst ihr natürlich auch, es gibt ja Leute, die haben ja was Wichtiges zu sagen. Ja, die lassen sich von so einem Relais doch nicht einfach vorschreiben, wann sie sprechen dürfen und wann nicht. Wo kommen wir denn da hin? Ja? Kein Problem. Wenn jetzt jemand die HF-Taste drückt, wichtig, nur die HF-Taste ist entscheidend, also über HF reinkommt, dann wird natürlich diese Ansage um 12 dB von mir so eingestellt, um 12 dB abgesenkt. Das heißt, er kann da 12 oder 15 Dezibel, er kann da locker drüber wegsprechen. Man hört im Hintergrund das Relais da noch brabbeln mit dieser Verkehrsmeldung. Ja. Aber wenn er was Wichtiges zu sagen hat, werden alle Zuhörer natürlich wie geeicht auf seine Worte hören. Wenn es ungünstig ist, dann kann man natürlich auch die entsprechenden Nachrichten des Relais an der Stelle mitverfolgen. Das war die Idee, die ich auch noch vermitteln will. Dann über diese Interfaces, haben wir schon ein bisschen was gehört. Interfaces sollen so ausschauen, nicht? Die haben also eine Steuerung, haben Sound, Potenzialtrennung, DTMF-Decoder normalerweise. An verschiedene Ein- und Ausgangsleitungen zum Rechner kann man sie auf unterschiedliche Weise anschließen und sie machen PTTD,
PDD hardwarequellig, Mikrofon und Lautsprecher oder Diskriminator werden dort angeschlossen. Da gibt es verschiedene Dinge. Das Uri-Board hatten wir schon erwähnt. Dann gibt es diesen NHRC7 Repeater-Controller. Da gibt es verschiedene Dinge dazu, die auf deutschen Relais heutzutage eingesetzt sind. Und das einfachste Interface ist diese von mir so geschätzte preiswerte Soundkarte. Ja? Nun werdet ihr die Frage stellen, was kann denn das Ding? Wie geht denn das? Ja, wie gesagt, für 1,54 Euro kriegt man das, da ist ein CM108 drin. Aber das Besondere ist, wenn man mal im Datenblatt nachguckt, stellt man fest, der hat auch noch 4 GPIO Ein- und Ausgänge. Die kann man parametrieren. Und wer die Hamlet schon mal aufgeblättert hat, der stellt fest, jo, da gibt es sogar die Möglichkeit. Das FreeDV kann das auch direkt verwenden. Ja, also wenn man FreeDV einfach entsprechend aktiviert, kann man das direkt benutzen. So, das sind 4 Flanken mit den Inputs, die man für eine Interrupt-Auslösung verwenden kann. Der Mikrofoneingang ist etwa 600 Ohm. Das Uri-Board ist eine schöne Anwendung. Das Uri-Board hat auch eine CM100. Ich glaube 119 oder 108 oder sowas. Also es ist nichts Besonderes. Dieses Uri-Board kostet 70 Euro. Da habe ich mir gedacht, oh, guck doch mal rein, was da drin ist. Das Schaltbild ist allgemein zugänglich. Und dann sieht man, da ist ein CM108 drin. Und die entsprechenden Inputs, die ich jetzt gleich zeige, wie man sie verwendet, die sind da auch mit nur angezapft. Weiter ist das nichts. Und mein Vorschlag sieht so aus. Also eine preiswerte Soundkarte, 4 GPIOs verwenden, 2 LEDs sind da in der Regel drin, die Pegelanpassung kann man extern oder darüber machen und das sieht dann so aus. Hier ist mal dargestellt dieser CM108 und da sieht man hier in der Beschreibung, da sind GPIO 1, GPIO 2, 4 und wo haben wir noch einen? Irgendwo muss hier GPIO 3 sein oder sowas. Wo habe ich einen? Man kann natürlich hier Volume Down und hier diese entsprechenden Anschlüsse kann man direkt verwenden. Das hier ist Ground, ja. Und wir sehen, wir kommen mit einem Hardware-Scratch über solch eine einfache Transistorschaltung auf das Volume Down Interface. Das lässt sich schön einfach, das hier sind ja nur 5 mm und dann ist da, ja. Also da muss man schon sich eine Lupe zu an den Arbeitsplatz gelegt haben. Ich bin ja sowieso sehgeschädigt, wie alle erkennen können mit meiner Brille. Und da kann man eben, muss man einfach fein gucken. Ne? Ja, bitte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese kleinen USB-Sticks manchmal nicht diesen IC drauf gelötet haben. Die werden zwar als CM108 oder 119 verkauft, aber wenn man sie dann öffnet, dann findet man einen Klecks drauf. Ja. Genau. Und die meisten haben diesen Klecks. Und da sind diese Pins nicht verfügbar. Und was ich noch sagen wollte, ist, der CM119 hat 8 Input an. Ja, okay, stimmt, der 1019 braucht er aber nicht. Ja, aber diese grünen, hellgrünen Dinger, die ich mir bei einem Chinesen besorgt habe und die genau diese Eigenschaften haben, die haben einen echten Chip. Du kannst gerne nachher, oder wer es sehen möchte, kommt gerne nachher vorbei. Ich öffne das Gehäuse, das ist leicht zu öffnen und dann gucken wir da rein und dann sehen wir da schön den Chip und kann man erkennen, wenn man das da anlöten kann. So, also das ist ich habe aber welche, die haben ein hellblaues Gehäuse, die habe ich in meiner Vorbereitung hinten liegen und die haben genau den von dir beschriebenen Klecks. Nicht? Da ist der Chip praktisch nicht anschließbar. Das ist der Nachteil dabei. Diese Dinger sind aber schön mit einem echten Chip drauf und da kann man das anschließen. Muss ein bisschen vorsichtig sein, naja, bei 1,58 Euro ist die Versuchsrate nicht besonders teuer, ja, die man sich da leistet. Aber damit hat man die Möglichkeit, wenn man eine echte CM108-Karte, also eine etwas qualitativere, nicht diese ganz billigen Dinger, dann hat man das in der Regel als separaten Chip und dann kann man es tatsächlich gut verwenden. Okay, also hier sieht man, das Biest kann bis zu 8 mA Schaltstrom steuern. Naja, wenn man hier so einen entsprechenden Anschluss mitmacht, dann kann man dabei den PDT steuern. Und so kann man den Hardware-Squelch von Relais mit benutzen. Hier ist das Volume Up und da ist das Volume Down. Es reicht, dass man das Volume Down verwendet. Bei meinem Chip war das nicht angeschlossen, nicht benutzt. Und dann kann man das wunderbar. Also bei diesen preiswerten Dingern, da gibt es keinen Schalter dran, da ist kein Volume Down benutzt. Da kann man das wunderbar verwenden.
Soweit dieser Gedanke dazu. Ja, die Softwareerweiterung von Lee dazu hatte ich schon erwähnt. Da kommen eben jetzt ins Ubi-Boot mit rein und dann lassen sich natürlich, ich habe das vorher schon realisiert zusammen mit Ali, wir haben es dann wieder rausgenommen, um es nicht weiter zu verbreiten und da irgendwelchen Irrsinn nachher wieder einfangen zu müssen. Aber das lief bereits läuft bei mir im ersten Versuch, diese kleinen USB-Sticks zu verwenden. Ja, da gehe ich mal ein bisschen drüber weg, das ist nicht so richtig spannend und ich fasse zusammen. Wir haben uns ein bisschen was über DSP-Funktionen vom ALSA angeguckt. Man kann damit leistungsfähige Equalizer, Kompressoren und Filter erzeugen. Es gibt eine ganze Reihe von neuen Interface-Boards mittlerweile für die Verwendung von SVX-Link bis hin zu einfachen USB-Soundkarten mit ein bisschen feinen Lötsinn kriegt man das hin. Und ich habe ein bisschen was über Hubmessung, Linearität und über Spracherkennung für euch erläutert. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bestaune eure lange Ausdauer. Ich wünsche allgemein einen schönen Abend. Ich glaube, jetzt gleich als nächstes beginnt die Hemnight, oder täusche ich mich? Weiß das jemand genauer? Doch, es wird mehrfach benickt. Also, dann sehen wir uns vielleicht dort. Aber ich habe natürlich auch noch die Standfestigkeit, um weitere Fragen zu beantworten. Gibt es noch Fragen dazu? Ja, bitte. Gab es auch mal Versuche, auch nicht rufzeichnende Zeitgenossen wiederzuerkennen, durch Fingerprinting oder sowas? Das ist eine alte Geschichte, dass man also zum Beispiel praktisch das Einschwingen der Oszillatoren mit untersucht. Da gibt es uralte Windows-Software, die ich gefunden habe, die das kann. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, den ich eigentlich da mehr verfolge, ist, wenn du eben so viele Baufengs dir anguckst, die sind heutzutage so gleichmäßig, da kann man nicht so richtig viel dran erkennen. Und die Baufengs sind eben ein Kandidat dafür, dass sie sehr verbreitet sind, sehr leicht benutzbar sind. Ich habe solche Dinge auch und ich bin da sehr glücklicher Benutzer mit. Ne? Also definitiv, ich kann damit gut leben. Das ist einfach ein überzeugendes Produkt. Ob das politisch korrekt ist oder wie auch immer, da kann man immer drüber schreiben. Ich habe natürlich auch noch ein uraltes Intercom. Ne? Also das hat wenigstens eine ordentliche Modulation und nicht so eingequetscht wie das Baufeng. Weitere Fragen oder Anmerkungen? Etwas, was ich nicht gesagt habe, aber was derzeit bei uns im Entstehen ist, ist, dass man mit RTL-Sticks parallel den Empfang macht und dann über vier Antennen praktisch ein virtuelles Dopplerverfahren zur Ordnung benutzt und dann über einen Rufzeichenton die Himmelsrichtung des empfangenen Signals direkt, also praktisch den Roger verfärben lässt im SVX-Link und dann eben aus dem Roger-Peep praktisch allen Benutzern mitgibt, aus welcher Himmelsrichtung ist dieses Signal gerade geortet worden. Ja, das ist also eine kleine Perspektive, die ich schon mal mit andeuten müsste, wo ich wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder darüber berichten werde. Ja? Also, dass sowas funktioniert. Ich habe jetzt einen leistungsfähigen SVX-Link-Rechner mit einem Dual-Core. Das sind diese modernen Dinger, die halt auch nur 10 Watt brauchen. Und der hat eben einen ordentlichen Anschluss, wo man eben GNU-Radio und alle möglichen anderen Geschichten parallel laufen lassen kann, wenn sein SVX-Link mitläuft. Und da kann man eben diese Dekodierung mit RTL-Stick mit mehreren Antennen machen, mit so einem rotierenden Schalter, dann einfach daraus die Doppler-Funktion ableiten und dann daraus dem SVX-Link eine Information mitzugeben. Von welcher Richtung kam das, ist eine sehr einfache Information. Die größte Diskussion entsteht wahrscheinlich, welche Morsezeichenkombination benutzt man für welche Himmelsrichtung. Macht man das mit 1 bis 8, ist viel zu lang, geht nicht. Man muss irgendwie was Kürzeres machen. Man kann es über Tonhöhen kodieren und man kann es über entsprechende Morsebuchstaben mit kodieren. Aber das ist so der Stand der Diskussion. Technisch ist das kein großes Problem. Man kriegt einen solchen Dopplerpeiler für ungefähr 15 Euro zusammengebaut. Ja. Mehr muss man dafür nicht aufwenden. Also
physisch ist das auch für den Armenreleeverantwortlichen keine große Ausgabe. An der Stelle den Benutzern ein bisschen Hilfe zu geben und sie dazu befähigen, störenden Zeitgenossen auch Grenzen zu setzen. Ja, das ist die Intention, die ich da als Reliefverantwortlicher mit beteilige. Ich möchte da nicht in die Palltrupps gehen. Dafür gibt es Leute, die machen das täglich, machen da mit ihren Fuchsachten viel, haben viel Freude. Und wenn man denen die Hilfen gibt, von dieser Stelle aus wird das auf die und die. Und natürlich gibt es dann auf der Webseite die genaue Peilung. Ne? Die kann man auf der Webseite dann mitlesen, wo man dann jeweils sehen kann, die nächste Idee war entstanden, einige Net-RXe miteinander zu verkoppeln und von denen die Peiler-Ergebnisse zusammenzuführen und sofort auf Google Maps die entsprechende Verortung sichtbar werden zu lassen. Ne? Das sind so kleine Perspektiven, die dann noch etwas Spielraum offen lassen, um da in die Richtung weiterzugehen. Wo ich also meinem Gefühl nach weiter mitkomme, als wenn ich also nur die Identifikation von dem jeweiligen Sender mache. Das ist in der Zeit von Quarz und VFO eine wichtige Information gewesen. Das ist heute mit den SDR-Transceivern, die man, das BAUFENG ist ein SDR-Transceiver, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, also die man mit solchen Transceivern anschaut, das ist einfach in dem Maße nicht mehr signifikant, ja, wenn alle Welt mit dem gleichen Gerät arbeitet. Weitere Fragen oder Anmerkungen? Bitte. Den Vortrag wird es nicht online geben, aber was wir online kriegen, ist die entsprechenden Folien. Ich gucke mal gerade, ob ich da mein Ding mit drauf habe. Nee, hier habe ich es nicht mit drin. Vielleicht ist es ganz vorne mit dran. Ja, wenn du... Nee, hier nicht. Aber bei meinem anderen Vortrag war so ein QR-Code drin. Wenn ihr euch den QR-Code abfotografiert, werdet ihr direkt auf meine Webseite gelegt. Adi und ich hatten im Vorfeld darüber gesprochen, dass wir die Folien aufbereiten, nach so ein paar Dingen, die wichtig sind, eventuell selektieren und gucken und dann über svxlink.de zur Verfügung stellen. Ihr werdet also auf der Hauptseite von svxlink.de einen Hinweis auf diese Vorträge finden. Das gibt es bereits schon seit langer Zeit. Und dort wird ein Link eingebaut, wo dann die Folien von Adi und von mir nach Durchsicht, ich weiß nicht, in der kommenden Woche irgendwann zur Verfügung gestellt werden. Ja. Das ist die Intention, die wir verfolgen, dass ihr die Informationen bekommt. Und meinen anderen Vortrag, darauf kann ich ja nochmal werbend einwirken, den habe ich natürlich auf meiner Homepage. Und in der Regel werden wir Vortragenden von der DRC dann angeschrieben und darum gebeten, die Folien für den mitgliederinternen Bereich zur Verfügung zu stellen. Das wird natürlich dann auch positiv geschehen. Ja. Das wird aber sicherlich so 14 Tage, 3 Wochen dauern. Und da werdet ihr auch von vielen anderen Vorträgen die Informationen dann lesen können und entsprechend dort zum Download zur Verfügung gestellt bekommen. Ich weiß nicht, das hängt ein bisschen von den Vorträgen ab, aber der DRC ist eigentlich bemüht, den Zuhörern diese kleinen Services zu geben. Frage beantwortet? Gut. Weitere Fragen? Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich bei euch. Ich freue mich, mit euch zusammen eine Gastkaltschale zu geben. Bis gleich.